Jo, moin. Anibo immer wieder hier. Und zwar mit der Monster Hunter World Beta. Monster Hunter ein Game, was mich eigentlich schon immer interessiert hat. Nur leider war es ja gerade hier im Westen nicht ganz so einfach, immer Monster Hunter zu spielen, oder wenn dann nur über PSP und auf so ein Handheld-Zeug habe ich auch keinen Bock und so weiter. Jetzt kommt ja aber dann Monster Hunter World irgendwann nächstes Jahr für die PS4. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen gehypt. Ein bisschen. Ja, wir wollen ja nichts overhypen, aber ein bisschen gehypt. Und ich finde es cool, dass jetzt eine Beta da ist. Jetzt über das Wochenende. Ich weiß nicht genau, wann das Video hochkommt. Deswegen bringt das, glaube ich, nicht viel, wenn ich sage, jetzt über das Wochenende. Aber ne? Jetzt Monster Hunter World Beta. Gab ja von mir auch schon länger kein Video mehr. Muss ich gestehen, das hat auch mehrere Gründe. Da möchte ich nur kurz drüber sprechen. Wer das Ganze nicht hören will, wen das nicht interessiert, der kann einfach nach vorne skippen, bis wir das Game anfangen. Mir ist das wurscht. Macht er, wie er Bock hat. Ja, zum einen natürlich hat sich bei mir im Leben ein bisschen was verändert. Das heißt, ich habe jetzt einfach viel weniger Zeit, um groß zu zocken. Ja, deswegen habe ich auch zum Beispiel Destiny 2 gar nicht erst geholt. Im Nachhinein bin ich da gar nicht so unglücklich drüber. Ja, wer das Ganze so ein bisschen verfolgt, weil ich verfolge das Ganze natürlich auch. Ja, den ganzen Quatsch, den Bungie, der abgezogen hat bei Destiny und so weiter. Was ich natürlich schon ein bisschen predicted habe, ja, da kann ich nur noch mal empfehlen, schaut mal in meinen Kanal. Da habe ich so ein Video, das heißt Destiny gleich Cashiny. Da habe ich mich bei Destiny 1 schon über das Eververse, also die Microtransactions, aufgeregt und Predictions angestellt, was in der Zukunft kommen wird. Und naja, es ist auch eingetreten, was ich damals schon gesagt hatte. Aber hey. Ja, zum anderen habe ich immer noch kein wirklich funktionierendes Mikrofon für den PC, was das Ganze ein bisschen schwierig macht, PC-Games zu zeigen. Da gab es das eine oder andere, wo ich durchaus Lust gehabt hätte, vielleicht ein kleines Video zu machen. Aber ja, mit Tonproblemen ist das natürlich ein bisschen blöd. Ne? Und allgemein gibt es im Moment gerade nicht so super viele Games, die mich jetzt wirklich reizen, wo ich auch wirklich Lust hätte, große Videos zu machen drüber. Keine Ahnung. Battlefront 2 oder so ein Quatsch interessiert mich nicht, deswegen interessiert mich auch nicht dieser ganze EA-Shitstorm mit Lootbox und so weiter. Ich meine, ne, das war irgendwo absehbar und wie gesagt, Battlefront interessiert mich eigentlich nicht, deswegen interessiert mich das auch nicht. Call of Duties interessieren mich auch nicht und so weiter. Deswegen, ne. Aber ja, die Monster Hunter Beta interessiert mich auf jeden Fall. Und ich finde schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich weiß noch nicht, wie lange das Video gehen wird. Keine Ahnung. Wir zocken einfach und schauen, wohin uns das Spiel treibt. Ansonsten kann ich schon mal vorweg sagen, wenn dann hoffentlich früh nächstes Jahr Vermintide 2 rauskommt, sind wir auf jeden Fall wieder am Start. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Da freue ich mich nämlich auch riesig drauf. Und ja. So viel dazu. So, wie haben wir? Solo, Multiplayer, Training. Tch, wer braucht Training? Gucken wir erstmal in die Option. Die Helligkeit haben wir geändert. Ich habe die Stimmen mal auf Englisch gemacht, weil ich davon ausgehe, dass englische Stimmen besser sind. Sprachchat machen wir aus. Da habe ich nämlich keine Lust drauf. Heimkino, Kopfhörer, 3D-Audio. Jo, machen wir mal an. Ja, genau, Sprache der Stimme habe ich auf Englisch. Ist wahrscheinlich besser. Weiß ich nicht, statt des Spiels Mehrspielermodus. Ja klar. Wenn das hier in der Beta geht, dann machen wir das doch. Ist eine PlayStation Plus Exclusive Beta. Jagdtipps, Kameraeinstellung. Ah, was? Wir spielen selbstverständlich eine Frau. Warum selbstverständlich? Weil ich irgendwie in Online-Games immer weibliche Charaktere spiele. Da könnt ihr jetzt rein interpretieren, was er wollt, ist mir egal. Oh, okay, also so viel. Das sind jetzt Beispielcharaktere, ne? Können wir da dann noch weiter customizen oder bleibt das so? Nehmen wir mal sie. Ach so, gib deinen Namen ein. Ja. Dann bin ich, heute mal das Arnie Girl. Wie wir wissen,
Sonst kauft mir keiner ab, dass ich eine Frau bin. Was haben wir hier? Was ist denn ein Paliko? Ein Paliko ist eine Feline oder Feline, die einen Pakt mit einem Jäger hat, diesen im Kampf zu unterstützen, wenn dieser mit zwei oder weniger Jägern unterwegs ist, indem sie heilt, Monster angreift oder sogar Materialien sammelt. Aber das ist natürlich cool. Das heißt, wenn ich weniger Leute in meiner Group habe, in meiner Party, also wenn ich auch im Multiplayer-Mode anscheinend Bock habe, alleine loszuziehen, dann hilft mir ein Kätzchen. Oh, hey, aber grimmig aus. Die sieht so ein bisschen weinerlich aus. Das ist so der alte, weise Shaolin-Meister. Ja, die sehen ganz niedlich aus. Der sieht auch so ein bisschen... Nehmen wir den. Und geben dem natürlich... Es kann nur ein Name sein. Ich glaube, das seht ihr gar nicht, ne? Das Namenseingeben-Menü seht ihr nicht? So, das ist auf jeden Fall der Krieg. Ist ja klar. Wenn der nicht mitzockt, muss er wenigstens anders dabei sein. Also, ne? Der Krieg ist gleich der Crazy Chris. Der ja im wahren Leben tatsächlich mein Bruder ist. Ich habe in jedem Online-Game, wo ich gespielt habe, wo man irgendwie Namen vergeben konnte für Gefolge, gab es immer mindestens einen, der irgendwie Krieg hieß. Bei Final Fantasy XIV war es mein Chocobo und so weiter. Da ich absolut keine Ahnung habe, das sieht jetzt so ein bisschen Dynasty Warriors-mäßig aus, möchte ich nur mal kurz nebenbei sagen. Ja, so da mit dem Mäh, bla bla bla. Wir machen auf jeden Fall hier Anfänger. Waldverschlinger, Großjagras. Ja, den easy. Was hier die Sachen bedeuten, weiß ich nicht. Also was die Zahlen in den Klammern dahinter bedeuten, heißt das andere Spieler? Gehen wir hier hin. Das ist die größte als Spielersuche, eigene Quest erstellen, nach Kriterien suchen, nach ID suchen. Eigene Quest erstellen, Sprache. Das ist mir wurscht, private Sitzung, Gruppengröße. Wir machen jetzt erstmal privat. Ich sagte ja, ne, bla bla bla, mit anderen Leuten spielen, ja, aber ich will das Spiel ja erstmal kurz antesten. No. Ich bin ja niemand, der direkt mit anderen Leuten zusammenzockt, obwohl er keine Ahnung hat. Suche nach Questmitgliedern. Mhm. Ich habe aber doch privat gemacht. Geht ja gar nicht. Ausrüstung. Wähle die Ausrüstung, die du benutzen möchtest. Du kannst die Ausrüstung während der Quest im Zelt des Basislagers ändern. Okay, wir haben anscheinend so eine Axt. Okay, ja, 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 ist schon mal stylisch, aber... Jetzt haben wir noch eine Wyvern-Klinge. Ja, ja. Lanze und Schild, okay, ein Bogen. Ja, ich weiß nicht. Worauf habe ich denn Bock? Immergrün-Klinge. Schwert und Schild ist vielleicht besser, oder? Da ich ja Noob bin, ist Abwehren vielleicht gar nicht so blöd. Was haben wir noch? Verteidigung, Angriff, da ist man ausweich, Schleuder, Wasser. Wir bleiben mal beim Verteidigung, klingt gut. Ein Gillimantel. Was bringt denn das? Macht dich kurzzeit unsichtbar. Wenn du angreifst oder Schaden erleidet, ändert die Wirkung. Du springst länger und kannst auf Winden reichen. Lenkt die Aufmerksamkeit von Monstern auf dich. Eliminiert Schadensreduktion, verhindert Windeffekte. Reduziert Wasserelemente. Gesundheitsbooster. Platziere eine Räuchervorrichtung, die langsam deine Gesundheit regeneriert. Okay. Dann bleiben wir mal beim Gillimantel. Okay, Gesundheitsbooster, ja. 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 Nehmen wir so. Paliko, Ausrüstung. Der kann so einen Bogen nehmen. Okay. Brech mal auf. Jo, hau mal. Ich werde bestimmt elendig verrecken. Weil, soweit ich weiß, sind die ganzen Monster Hunter Games eigentlich immer relativ herausfordernd, nenne ich es mal. Also schwer. Okay, okay, hier sind wir. Ready to get cracking on that quest? Ja. One called Great Devourer, Great Jagras. The Great Jagras has yellow and green stripes
and the gluttonous habit of swallowing prey whole. You know the drill. We've got to find it and hunt it before time runs out. Okay. Was geht, Krähe? Okay, cool. Nein, den nehmen wir mit. Wo muss ich denn hin? Your wildlife map keeps track of where you are and where the scout flies are taking you. You can also use it to keep tabs on monsters. Was sind denn Käferfänger? Wo ist denn das Monster, wo ich hin muss? Das weiß ich doch nicht. Ich glaube, da unten raus. Gehen wir mal hier lang. Sprinten. R3. Okay. Ja, okay. Da können wir rollen. Waffe ziehen. Objekt wählen. Also vielleicht war das Lager ja auch ziemlicher Crap. Eine Feuernuss. Ja, die nehmen wir mal mit hier. Also das Lager, was wir gewählt haben. Man konnte ja am Anfang ne, das Lager auswählen. Schleuder zielen. Okay. Warum schleiche ich jetzt? Was ist das denn? The charge blade has two forms, sword and axe. Store up energy in a file, then release it through the axe. Wo kommt denn die Axt auf einmal her? Ich dachte, ich hätte hier Schwert und Schild. Na, anscheinend nicht. Wo laufe ich überhaupt lang? You can fast travel back to camp simply by selecting it from the wildlife map. Ob das hier so richtig ist. Zufällig? Oh, scheiße. Okay, können wir. Gucken wir da unten. Ah, da können wir nicht runter. Schade. Oh. Kriege ich Falldamage? Ich weiß es nicht. Okay, unsere Map hat sich ein bisschen geändert. Ich weiß immer noch nicht, wo das Vieh ist. Insektenlarve. Rankenfalle. Oh, oh. Be careful. That must be who rules the roost around here. Don't mess around with that. That's not our target. We gotta stay focused on what's important. Ja, ja, ja. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Chill doch mal. Also das war nicht das Vieh, was wir suchen. Ich hab's erst gar nicht mitgekriegt. Ist auch cool. Ja. Oh, okay, wir klettern hier jetzt runter. Warum klettert sie seitwärts? Wurscht. Kann ich das Monster irgendwie aufspüren, was ich suche? The scout flies have found something. Go get a closer look. Was bist du denn? Hey, hey, hey. Wo sind denn meine Scout Flies? Fußspuren. Da drüben ein. Ach so, ein Monster. Great! The scout flies have locked onto the scent of the monster. Be on the lookout for more traces. The scout flies will hide once the fight breaks out. Don't forget that. Hier schlage ich dann zu. Dodge its attacks. Don't forget, you can guard too. Ich habe keine Ahnung, wie ich angreife. Arsch, Arsch. Gibt es keine Taste für Schlagen? Ah, doch. Irgendwie so. Das kann doch nicht die einzige Angriffsattacke sein, oder? Das wäre Angriffstaste.
Oh, das ist das Vieh. Komm her, du. Jetzt ist Schluss mit lustig. Hallo. Oh, shit. Autsch. Ja, ja. Oh, der hat gesessen. Wie halt? Wer will sich denn verstecken hier? Oh. Okay. Okay, auf Viereck. Dreieck kann man anscheinend normal zuschlagen. Ah, ah. Stirb! Jawollo! Meine Chance für was? Ach so. Ich dachte, das wäre schon gewesen. Ach, Eck. Ach, wo kommen denn jetzt die Kleinen her? Ich dachte, ich hätte abgewehrt. The monster is on the move. Oh, nee. Use the scout flies as a guide as you go after it. Bleib hier. Das flieht. Ei, ei, ei. Okay, hier lang. You can use jump attacks to mount monsters. What? Was sind denn Jump Attacks? Da ist er. Ja. Ach, mal kommst du nicht davon, mein Lieber. Moment, aufladen. Ich sehe nicht, ob der irgendwo eine Energieanzeige hat. Ich glaube nicht, oder? Was ist denn mit diesem Kleinen? Der nervt mich irgendwie. Und warte. Okay, er ist also verletzt. Ja, na jung. Hast dich mit dem falschen Arnie-Girl angelegt. Lauf! Ach. Ist das das Nest? Wo willst du hin, hä? Wo willst du hin? So. So viel dazu. So, jetzt nehmen wir den noch auseinander hier. Kriegen wir da Großjagers Lederhaut. Cool. Okay. So ganz gecheckt habe ich es nicht, ne? Also, hat man vielleicht gesehen. Was ein Bild. Das war der Todesstoß, Freunde. Seht ihr? Geilo. Lobpaket, herzlichen Glückwunsch. Durch den Abschluss von Waldverschlinger Großjagers hast du dir das Anfänger-Lobpaket verdient, dessen Objekte deiner Gesundheit dienlich sein werden. Du hältst es in der Verkaufsversion des Spiels. Ach so. Erhältlich ab Freitag, 26. Januar. Ach so? Das ist ja schon nächsten Monat. Möchtest du? Nee, ich möchte es jetzt noch nicht kaufen. Ach so, kommt das nächsten Monat schon raus. Interessant. Das war jetzt
die erste Mission quasi, oder was? Muss man da jetzt jedes Mal neu? Scheint mir fast so. Okay, kann aber denselben Held behalten und so weiter. Dann mache ich hier kurz einen Cut und gleich geht's weiter.